Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. In unserer heutigen Episode wollen wir uns den Leisten von Heinrich Dinkelacker widmen. Hier Teil 1. Ein Video, was wir heute hier euch anbieten, was auf Nachfragen unserer Fans daraus resultiert. Ne? Man würde nicht sagen, man kommt auch Wünschen nach. Aber ich bitte an dieser Stelle gleich darum, dass ich hier, Alter, heute auch mit Zetteln ein bisschen arbeiten werde nebenbei, weil es ist halt schon sehr speziell, sehr technisch. Ich will hier keinen Mist daher erzählen, da muss man halt schon gut aufpassen. Aber nichtsdestoweniger halte ich es für sehr wichtig, dieses Video, und dass man davon halt schon gut zehren kann als Freund und Kenner der Marke Heinrich Dinkelacker. Genau. An meiner Seite Gunnar, der halt auch über viele Jahre jetzt schon Heinrich Dinkelacker begleitet und im Gegensatz zu mir diesen kompletten Artikelcode auseinandernehmen kann. Er weiß, wofür jede Zahl steht, weil er aus der Produktabteilung kommt. Können wir vielleicht mal durchgehen, Gunnar, oder wischt ihr die auf den falschen Fuß? Bei Leisten fängt es gut an, aber bei Schnitten wird es schon ein bisschen schwieriger. Wir gehen halt hier los. Natürlich sind hier noch Variablen drin in den Schuhmodellen. Das ist eine schlechte Vorbereitung. Aber okay, machen wir mal die 3.0. Das ist natürlich Rio-Leisten. Dann haben wir die 8.7. Das ist für Full Broke, steht das. Okay, also für den Schaftschnitt. Genau, und die nächste Ziffer ist dann, welches Leder es ist. Mhm. Und die letzte Ziffer deutet dann auf die Sohle hin. Zum Beispiel hier haben wir, ich meine, Sohle. Also den Bodenbau. Genau, den Bodenbau. Schreibe ich nochmal in die Shownotes rein, da erkläre ich nochmal zusammenfassend, wie sich der Artikelcode von Heinrich Dinkelacker zusammensetzt. Er ist logisch aufgebaut. Prinzipiell ist es gut, ist nur unglaublich verwirrend, weil es so diese Fülle dieser ganzen Schuhe gibt. Und ich bin da dran halt und habe es auch nicht so unbedingt mit Zahlen, wenn der halt, weiß ich nicht, Hermann, Fritz und keine Ahnung heißen würde, wäre es für mich einfacher. Aber diese Schuhe haben ja einen Namen und die sind nach ihren Leisten benannt. Genau. Insofern wollen wir in diesem ersten Teil einmal heute vorstellen: Rio, Genf, Buda, London, Janosch K. und Zürich. Warum habe ich jetzt diese Leisten, wie viele sind es hier, 6 ausgewählt für Teil 1? Es gibt ja noch ein paar mehr Leisten, die stellen wir dann in Teil 2 vor. Ich habe das getan, weil diese Schuhe tendenziell, ich versuche jetzt hier so ein bisschen eine Charakterisierung vorzunehmen dieser Leisten, weil die Frage dann halt immer kommt unter Schuhexperten, ja, passt mir deine Leisten, wie fällt der denn aus? Also diese sechs sind tendenziell eher geeignet, ne, wenn man halt einen breiten Fuß hat und dort halt eben breite Zehen, schmale Zehen mit einem flachen Vorfuß oder mit einem hohen Vorfuß. Das ist so ein bisschen zusammengefasst. Es ist grob, weil tatsächlich, wenn ich an breiten Fuß denke, und da können wir gleich mal direkt losmachen, dass du dir den Janosch einmal schnappen kannst und den Janosch in die zweite Kamera hältst, dass man halt die Breite sieht im Vergleich zu einem Genf daneben also hält. Von Breite sprechen wir von der Ballenbreite. Also von der Breite, ja. Ballenbereich einfach mehr Luft hast, auch hier im Vorfußbereich über die Mittelfußknochen, dass du da einfach mehr Volumen hast. Und das hast du bei Janosch wirklich sehr gut. Ja. Du würdest grundsätzlich nochmal was sagen, dass man halt, wenn man von den Schuhweiten oder von der Charakteristik spricht, der Leisten, hast du es mir im Vorgespräch so gut erklärt, dass man halt bis zu einem gewissen Maß, du konntest mit Fachtermini gut arbeiten. Der Rückfuß jedes Dinkelacker-Schuhs. Rückfuß ist von wo bis wo? Zwischen Ballen, also hinter Ballen und Fersen, oder hinter Ballen, oder von der Ferse bis kurz vor den Ballen, ist jeder Dinkelacker-Schuh gleich aufgebaut. Ja. Das heißt, Außer der Janosch K, der ist natürlich in der Ferse auch ein bisschen breiter. Wenn man einen breiten Fuß hat, ist nicht nur der Vorfuß breit, sondern der Rückfuß ist auch ziemlich breit und voluminös. Und aber bei allen anderen Dinkelacker-Schuhen ist es so, dass der Rückfuß bei jedem Modell gleich ist. Das heißt, man hat immer die gleiche Breite vom Fersen, von der Fersen, die gleiche Breite, ja, du hast verstanden. Die gleiche, die Breite von der Ferse ist immer gleich, sagen wir so. Bei denen hier ist es immer überall gleich, bei dem Janosch K. nicht, den kann man hier rausrechnen. Genau. Also bis zu dem Punkt ist es gleich und dann kommt der Unterschied halt im Vorfußbereich und da spricht man halt von der Weite. Genau. So, dann lass uns noch einmal durchgehen. Wir fangen hier an, das ist halt der
es gibt zwei super berühmte Leisten von Heinrich Dinklacker und das ist halt hier der Rio. Richtig, der Rio. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt erzähle, auch diese Schuhmodelle, die seht ihr vielleicht nicht unbedingt auf der Webseite. Es handelt sich hier um Unikate, die ich jetzt auf die ich sehr guten Zugriff hier im Fotostudio halt hatte, weil wir machen auch auf Instagram gibt es einen Kanal, wo wir halt diese Unikate abverkaufen, die im Laufe der Zeit für Kollektionen angefertigt wurden und es dann halt aus verschiedenen Gründen nicht in die Kollektionen geschafft haben. Die kann man dort zum Vorzugspreis beziehen, aber hier sieht man halt die Grundform, sieht man halt trotz allem. Also der Rio ist halt so der typische Budapester Leisten. Er ist halt mit einer Spitze, die nach oben flieht und eine gerade Spitze. Die Spitze geht eigentlich im 90-Grad-Winkel vom Boden nach oben. Ah. Und das ist der typische Budapester Schuh. Genau. Hier, dass man hier einen 90-Grad-Winkel hat. So. Der Leisten ist seit über 60 Jahren im Programm der Marke und ist halt schlechthin der Leisten für die Marke Heinrich Dinklacker. Genau. Und der Charakteristik, die ich hier vor mir zu liegen habe, würde man halt sagen, es ist halt, du hast eher tendenziell, ich spreche von tendenziell, ich kann den auch tragen, ich habe keinen breiten Fuß, aber er schmeichelt dir noch mehr, wenn du halt sagst, du hast einen breiten Fuß, du hast breite Zehen, aber gleichzeitig hast du einen flachen Vorfuß, dann ist der Rio für dich das Modell der Wahl. Daneben wäre dann halt eben der Genf, der sieht schon völlig unterschiedlich, also auf den ersten Blick von der Charakteristik deutlich unterschiedlich aus, ist aber gar nicht tatsächlich so weit weg, weil entscheidend ist dann halt der Bereich und der bietet dir dann halt, ich glaube auch, man spricht von der Gehweite, die er halt in dem Bereich halt bietet und dass die Füße, die Zehen vorne nicht allzu sehr zusammengequetscht werden. Aber Genf ist auch ein Leisten, der ein bisschen outdated, ist ja nicht mehr so gepflegt, oder? Also wir haben beschlossen, bei Genf nicht so viel Neues zu machen, dass da erstmal nur die älteren Sachen noch zu kaufen gibt. Ich glaube, auch in unserem Online-Shop haben wir nicht mehr so viel. Was bei Genf noch zu sagen ist, hier ist der Vorfuß auch ein Tick breiter als bei Rio. Mhm. Das heißt, man sieht es nicht, ne? Aber nein, man sieht es nicht. Sieht völlig schmal dann aus. Ja. Früher stand Genf auch für den Schuh, den können die Leute tragen mit einem Hallux. Wo der Großzehballen etwas ausgeprägter ist, diese Leute passen perfekt in Genf rein. Dafür wurde diese Leisten speziell entwickelt. So, danke. Dann kommen wir jetzt weiter zu dem nächsten berühmten Exemplar aus der Leistenserie von Heinrich Dinklacker. Und dieser ist halt eben vornehmlich, wenn du halt mehr feststellst, du hast einen breiten Fuß, hast breite Zehen, hast dann aber nicht einen flachen Vorfuß, sondern eher einen hohen Vorfuß, dann ist es halt der Buda. Und der ist natürlich so charakteristisch, dass der halt sofort dir ins Auge fällt durch eben das einzige Modell theoretisch. Wir haben es jetzt für diese Silver Edition im letzten Jahr, dass wir auch einen Rio damit angeboten haben, aber nicht, dass man durcheinander kommt. Janosch gibt es noch manchmal. Einzelne, aber berühmt, berüchtigt ist er halt eben vornehmlich auf dem Buda, der Zopfrahmen. Genau. Was gibt es sonst darüber noch zu sagen zum Buda? Also das ist natürlich, das ist wirklich so ein Ding, das findet man so nur noch bei Heinrich Dinklacker, dass er hier so formschön halt rumgeht, dekorativ ist und das ganz Besondere extra bietet. Und er sieht für mich halt auch wirklich aus, ich habe genügend Platz in diesem Bereich. Also wenn mir der Rio gut passt, dann ist der Buda halt eben auch, bin ich auf einem guten Weg, dass der mir halt eben auch passt. Das stimmt. So, jetzt kommt einer, der ist auch eben genau die gleiche Charakteristik, breiter Fuß, breite Zehen, hoher Vorfuß, tendenziell, man muss immer sagen, das ist halt nicht in Stein gemeißelt, sondern man muss sich dann halt rantasten, ist, und das ist ein Modell auch weniger, wurde jetzt wieder ein bisschen mehr, ist der London. Genau. London ist eigentlich so ein klassischer Leisten, ein runder Leisten, der wirklich einen wunderschönen Fuß macht und eher auch zum Anzug getragen wird. Ne, London natürlich wahrscheinlich wurde der Name englische so eben mal gewählt, dass man da halt für die englischen Schuhe. Genau. Ja. Was man hier noch sagen kann, bei Buda hat man etwas mehr Platz im Zehenbereich und bei London ist der Zehenbereich ein bisschen begrenzter. Okay. So, über den Janosch haben wir gesprochen. Hier noch einmal in die Kamera zu halten, das ist halt wirklich der Schuh mit einer K-Weite, der halt tatsächlich für den Herrn, der einen ordentlich ausgetretenen Fuß halt hat, der vielleicht auch ein bisschen ein paar Nummern robuster ist und über den Plattfuß verfügt, ist genau der Janosch K, ist das Modell, wo wir halt viele Herren sehr glücklich gemacht haben, die im normalen Bereich halt nichts mehr gefunden haben und die fühlen sich halt im Janosch K
sehr, sehr gut aufgehoben. Das und stimmt. Last but not least ein Modell, was halt eben auch dort reinzieht, dass man halt sagt, eher breiter Fuß, aber eher schmalere Zehen. Das wäre der Zürich. Ist jetzt auch, glaube ich, dass der in den letzten Jahren so ein bisschen untergegangen ist? Oder wie, ja, wie ist da der Stand der Dinge? In den letzten Jahren ist er eher ein bisschen untergegangen, weil wir uns auf die anderen Leisten mehr fixiert haben. Ja. Aber hier gibt es auch immer mal wieder neue Varianten zwischendurch. Auch in unserem schönen Toskana-Kalfleder gibt es da ein paar sehr, sehr schöne Modelle. Gut. Ja, man sieht auch schon, hier ist die Zehenpartie oder die Mittelfußpartie etwas schmäler als zum Beispiel bei Rio. Bei Buda. Entschuldigung. Buda, richtig. Also ein bisschen, ja, ein klein wenig verwirrend, aber lass mal. Also ansonsten, ich denke, dass es hilft, dem einen oder anderen noch ein bisschen besseres Verständnis zu bekommen für die Leisten. Es lässt sich natürlich auch nicht verschweigen, im Idealfall probiert man halt den Schuh an, hat einen Berater an seiner Seite, der dann halt eben dir sagt, welcher Leisten dir passt. Oder du hast da ein digitales Tool, wo wir halt alle Leistendaten reingegossen haben und dann sagt dir das mit dem Abgleich deines Fußes, für dich ist eher der Janosch zu empfehlen und du wirst nicht in ein Milano reinpassen. Apropos Milano, der war hier noch nicht dabei. Wir hatten hier jetzt Rio, Genf, Buda, London, Janosch und Zürich in diesem Video. In Teil 2 geht es dann weiter mit Firenze, Sydney, das Einleisten, darüber sprechen wir in dem anderen Video. Über Milano, Paris, Wien, Luzern, Rom / Campus. Das dann im zweiten Teil. Insofern vielen Dank für die Erläuterung der ersten 6 Leisten aus dem Hause Heinrich Dinkelacker. Wir sehen uns wieder für die nächsten 6, 7 Leisten. Bedanke mich bei dir, Gunnar. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Habt ihr Fragen zu den Leisten von Heinrich Dinkelacker, dann ab in die Kommentare damit. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal und schaut bald wieder vorbei hier auf Schuhpassion TV. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis bald.